Abend zu Blitz am Samstag. Heiress, das heißt auf Deutsch Erbin. Und so hat der Münchner Modedesigner Patrick Ascher seine Kollektion genannt. Warum? Weil er eine ganz bestimmte Erbin begeistern will, Paris Hilton. Und die fand die Idee klasse und ließ sich sofort ein Kleid auf den Leib schneidern. Alexa Scholz und Birgit Kretschmer über einen Traum in Pink. Hotelerbin Paris Hilton, Modeikone und Trendsetterin. Was sie trägt, darüber spricht man. Hauptsache auffällig ist ihr Motto. Und die Lieblingsfarbe der 23-Jährigen? Ganz klar, die ist pink. Das ist ein Kleid von Jeremy Scott. Wunderschön. Pink ist einfach super schick. In einem amerikanischen Magazin wurde sie mit einem ganz speziellen pinkfarbenen Kleid abgebildet. Marke Heiress, zu Deutsch die Erbin. Erfinder des Labels ist Patrick Ascher. Der Designer kennt Paris seit 3 Jahren und hatte Millionen-Erbin das Kleid extra auf den Leib geschneidert. Sie hat das mal in L.A. auf einer Party an. Paris, die hat so eine hohe Stimme, die sagt dann immer, oh my god, it looks fantastic, it looks like ice cream or something. Und das ist eben total lustig und ihr gefällt es eben, weil es von ihr inspiriert ist. Also es ist eigentlich eine Maßanfertigung für sie und es ist ihr Stil. Ein Kleid wie ein Bonbon, wie geschaffen für die schrille Paris. Aber sie ist nicht nur für ihre extravaganten Outfits bekannt, ihre ständig wechselnde Haarpracht sorgt ebenfalls für Aufsehen. Frisurenexperimente macht sie. Also Frisuren mal hochgesteckt, mal lang. Und ihre Extensions ist natürlich Geschmackssache. Und ihre Outfits, finde ich, sind auch Geschmackssache. Weil ich finde sie, dadurch, dass sie mixt, manchmal Haute Couture, manchmal Billigware, setzt die Trends. Doch ziemlich oft gehen Paris Modeexperimente auch ganz schön in die Hose. Die Millionenerbin spart gerne am Stoff und schert sich nicht darum, wenn blanke Haut hervorblitzt. Wir machen den Test. Kann man sich mit Designerkleidern Marke Heiress auch bewegen, ohne dass irgendwas rausrutscht? Indira, Ex-Brosis-Mitglied, probiert die Kollektion von Patrick Ascher aus. Und ist vom Paris-Kleid begeistert. Das Kleid ist was ganz Besonderes, weil es so eine Mischung aus Ballerina und sehr edler Corsage. Also es ist mein absolutes Lieblingsstück. Indira ist der Meinung, solche peinlichen Ausrutscher müssen nicht sein. Mit der richtigen Technik kann man diese fiesen Fotos verhindern. Man muss nur wissen, wie. Natürlich geht das. Also ich kann mein Kleid auch festhalten und ganz normal aufstehen und kann es ganz elegant irgendwie andrücken. Oder wenn ich jetzt eine Treppe hochlaufe und man kann wirklich könnte von unten, dann halte ich meistens auch das Kleid dann eben so fest am Po, dass man halt nichts sieht. So richtig nimmt man Paris allerdings nicht ab, dass ihre Rausrutscher reines Versehen sind. Schließlich wurde ja gerade ihre Villa ausgeräumt. Vielleicht haben die Einbrecher dabei ja auch die Unterwäsche der Millionenerbin geklaut. Waren Sie heute schon oder...